Vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Also wie gesagt, mein Name ist Daniel Mahefka, ich bin Partner bei Field Fisher, leite den Bereich Energy and Natural Resources der Gesamtkanzlei mit und habe mich fokussiert auf Transaktionen im erneuerbaren Energienbereich. Wir haben dieses Field Fisher Energy Update zu Beginn des Jahres ins Leben gerufen, um Sie zu informieren über die Neuregelungen des EEG 2023 und damit zusammenhängende Themenkomplexe. Wir hatten gestern schon das Vergnügen, Ihnen einmal das Thema Onshore-Wind und die Neuerungen im Onshore-Wind-Bereich vorzustellen. Und heute fokussieren wir uns auf den Offshore-Wind-Bereich, insbesondere auf das Windenergie-auf-See-Gesetz 2023, die Neuregelung darin. Und es ist mir ein Vergnügen, Sie da durchführen zu dürfen. Dann starten wir auch direkt eine kurze Agenda, eine kurze Einführung zum grundsätzlichen Thema Ihnen geben und dann insbesondere auf die Reform des Ausschreibungsdesigns eingehen, allgemeine Änderungen. Und da haben wir jetzt ab dem Windenergie-auf-See-Gesetz 2023 die Unterscheidung zwischen zentral voruntersuchten Flächen und nicht zentral voruntersuchten Flächen. Darauf werde ich eingehen. Eintrittsrechte und Entschädigung, das war auch schon ein Thema unter dem letzten Windenergie-auf-See-Gesetz, das jetzt nochmal abgewandelt und geändert wurde und durchaus einige Problematiken bietet, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte dann. Wir haben dann einen kurzen Ausflug zu Genehmigungsverfahren und Anbindungsleitungen, ebenso zu Wasserstoffprojekten offshore. Das wird auch nur ein kurzer Abriss sein, weil wir haben ja nochmal eine gesonderte Veranstaltung in dieser Reihe Energy Update zu Wasserstoff, zum Thema grünem Wasserstoff. Eine Einführung von Industriestrompreisen, dazu werde ich kurz was sagen. Und dann mein Lieblingsthema, das wir auch gestern schon hatten, Erlösabschöpfung nach dem Strompreisbremsegesetz, das ja durchaus einiges an Zündstoff und Komplexität bietet. Dann steigen wir auch direkt ein. Hintergrund für das Windenergie-auf-See-Gesetz, generell für das EEG 2023, die politischen Entwicklungen, der Klimawandel, insbesondere der Klimawandel, der mehr Bedarf an regenerativer Stromerzeugung nach sich zieht und die politische Lage, die ins in den Fokus gerückt hat, unabhängiger von Energieimporten aus dem Ausland zu werden und dementsprechend eine unabhängige Stromerzeugung im Inland aufzubauen. Und natürlich die steigenden Strompreise, die wir im letzten Jahr alle gesehen haben und sehr überrascht waren, in welche Höhen die denn sich entwickeln konnten. Neues Gesamtziel nach dem EEG 2023 für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist sehr ambitioniert gestaltet. Es sollen 80% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien bis 2023 gedeckt werden. Das ist bezogen auf den Bruttostromverbrauch in Deutschland. Bisher hatten wir nur das Ziel, 65% zu schaffen. Und zudem gibt es das übergelagerte Ziel, nach der Vollendung des Kohleausstiegs auch die Treibhausgasneutralität zu erreichen in Deutschland, um hier dem Klimawandel auch gerecht werden zu können und dagegen zu wirken. EEG 2023, was haben wir für neue Ausbaupfade für alle Technologien? Das ist ein extremer Wert, eine extreme Steigerung, die hier vorgegeben wurde, die hier als Ziel definiert wurde. Über Onshore-Windkraft, worüber wir gestern schon gesprochen haben, haben wir von 56 Gigawatt ein Ziel auf 115 Gigawatt im Jahr 2030. Offshore-Windkraft von derzeit 7,8 Gigawatt, die ja durchaus in der Entstehung einiges an Aufwand bedeutet haben, ist jetzt das Ziel 30 Gigawatt im Jahr 2030. Und bei der PV-Leistung ähnlich starke Steigerungsraten beabsichtigt von circa 59 Gigawatt installiert im Jahr 2030 auf 215 Gigawatt. Sehr ambitionierte Ziele, die auf Basis der Lieferkettenschwierigkeiten und der Probleme und der langwierigen Genehmigungsprozesse, die wir weiterhin haben, spannend bleiben werden, wie die erreicht werden können. Spezielle Ausbaupfad für Offshore. Hier regelt noch einmal, dass der Paragraph 1 Absatz 2 in dem Windenergie-auf-See-Gesetz 2023 einen Ausbaupfad bis 2045. Zuvor hatten wir nur 2040er Ziele in der 21er Version des Gesetzes gesetzt. Und hier sehen wir auch 2030 bereits 10% mehr,
Dann gibt es ein Zwischenziel 2035, wo wir die 40 Gigawatt erreichen wollen, also 5 Jahre früher, als wir noch vor 2 Jahren uns zugetraut hatten, die zu erreichen. Und 2045 sollen es dann 70 Gigawatt offshore installierte Kapazität sein. Um diese Ziele zu erreichen, werden die Vorschriften zur Ausschreibung im Windenergie auf Seegesetz 2023 dann grundlegend neu geregelt. Hier sehen Sie nochmal von einem Seminar, auch einem Webinar der letzten Woche von der Deutschen Windcard einen Überblick, was hinsichtlich installierter und in Betrieb befindlicher Offshore-Kapazitäten 2030 geplant ist und dann 2035 und 2045 und welche zusätzlichen erforderlichen Kapazitäten neben bezuschlagten und in entschiedenen Projekten hier notwendig sind. Also 2045 klafft dann da durchaus nach derzeitigem Stand eine Lücke von 33,4 Gigawatt, was sehr erheblich ist. Wir haben hier noch einmal kurz die Historie und das Gesetzgebungsverfahren des Windenergie auf Seegesetz 2023 zusammengefasst. Von dem Vorgesetzten den Novellen 2018, 2020 und dann am 4.3. war der Startschuss für das jetzt vorliegende Gesetz, das zum 01.01.2023 jetzt in Kraft getreten ist. Von daher sprechen wir über die aktuelle Gesetzeslage im Moment. Eine der maßgeblichen Änderungen, die wir da vorgefunden haben in dem Windenergie auf Seegesetz 2023, war die Reform des Ausschreibungsdesigns. Hier gibt es zunächst allgemeine Änderungen. Zunächst haben wir hier beschleunigte Verfahren, die dringend notwendig sind vor dem Hintergrund der Ziele, die dort gesetzt wurden an Ausbaukapazitäten. Es soll frühere Netzverbindungsvergaben, straffere Plan- und Genehmigungsverfahren und Bündelung der Prüfungen stattfinden. Das sind wohl die wesentlichsten Eckpunkte. Und bei der Errichtung von der WEA auf See, Offshore-Anbindungsleitung und Festlegung des Flächenentwicklungsplans. Dort ist festgelegt worden, ähnlich wie bei allen erneuerbaren Energien jetzt, dass diese dem überragenden öffentlichen Interesse und der öffentlichen Sicherheit dienen. Das ist nun auch im Windenergie auf Seegesetz verankert worden. Das bedeutet, dass in einer Abwägungsentscheidung zwischen Naturschutz und anderen Themen, dass die Realisierung des erneuerbaren Energievorhabens eben Vorrang hat und nur aus erheblichen und überragenden Gründen. Es wird da immer auf 20a Grundgesetz verwiesen, nämlich die Erhaltung des natürlichen Lebensraums. Wenn Sie dem entgegenstehen, dann ja, aber ansonsten hat das erneuerbare Energienvorhaben in der Abwägung zu überwiegen. Es gibt zudem eine Offshore-Realisierungsvereinbarung, die vor kurzem abgeschlossen wird zwischen Bund, Länder und Übertragungsnetzbetreiber, die nochmal dieses Commitment zur erhöhten Realisierung von Anbindungsleitungen festlegen soll. Das ist eine Absichtserklärung, die hier zusätzlich parallel vorgelegt wurde. So, wir haben seit diesem Windenergie auf Seegesetz 2023 nun zwei Flächentypen und zwei Ausschreibungsregime, zwischen denen man unterscheiden muss. Für Windenergieanlagen auf See ermittelt und mit Zuschlag die Bundesnetzagentur als zuständige Stelle ab dem Jahr 2023. Hier haben wir auch eine Änderung. Zum einen zentral die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, und voruntersuchten Meeresflächen. Das heißt, solche Flächen, die auf ihre Tauglichkeit für den Bau und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen voruntersucht wurden. Da man aber für die Ausbauziele nun identifiziert hat, dass diese Flächen bei weitem nicht ausreichend wären, hat man eine zweite Ausschreibungskategorie eingeführt. Das sind die nicht zentral voruntersuchten Flächen. Also vor dem Windenergie auf Seegesetz, bevor diese Voruntersuchung eingeführt wurde, der klassische Fall, dass der erfolgreiche Bieter dann auch die Untersuchung zur Tauglichkeit der Flächen selbst vornehmen muss. Welchem dieser beiden Ausschreibungsregime die Fläche zugeordnet wird, das bestimmt der Flächenentwicklungsplan.
das ist eben so im Windenergieaufsehgesetz geregelt. Ab 2027 entfällt auf beide, also ab dem Jahr 2027 entfällt auf beide Flächentypen jeweils die Hälfte des Ausschreibungsvolumens. Und ab 2027 sollen dann auch Flächen mit 500 bis 2000 Megawatt installierter Leistung bebaut werden können. Also eine erhebliche Ausweitung auch hinsichtlich der Kapazität pro Fläche. Das Windenergieaufsehgesetz 2023 legt jetzt hinsichtlich des Ausschreibungsvolumens bzw. der Verteilung auf die Gebotstermine fest, dass in 2023 und 2024 jeweils 8.000 bis 9.000 Megawatt im Jahr ausgeschrieben werden sollen. 2025, 2026 haben wir dann hier eine Reduzierung und 2027 sollen dann im Durchschnitt 4.000 Megawatt pro Jahr ausgeschrieben werden. Geburtstermine jährlich ab 2023 zwei Stück, einmal im August, am 1. August für die zentral voruntersuchten Flächen und am 1. Juni, also schon vorgelagert zudem, dann eine Ausschreibung für die nicht zentral voruntersuchten Flächen. Die Errichtung der Windenergieanlagen und die entsprechenden Offshore-Anbindungsanleitungen und entsprechende Festlegung des Flächenentwicklungsplans dienen, wie gesagt, diesem überragenden öffentlichen Interesse, was in der Abwägung anderer Themen sehr wichtig wird. Und die genaue Verteilung der Gebiete, des Ausschreibungsvolumens auf die jeweiligen Gebiete und Flächen regelt hier der Flächenentwicklungsplan nach Paragraph 5. Hier sehen wir BSH-Entwurf des Flächenentwicklungsplans, die letzte Version vom 28. Oktober 2022, haben wir Ihnen die Verteilung der voraussichtlich zu installierenden Leistung auf die einzelnen Flächenbezeichnungen und Kalenderjahre hier auch einmal abgedruckt. Und zudem ist sehr spannend, dass für mindestens 30 Gigawatt eine Änderung und Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans dringend erforderlich ist. Und da sind wir gespannt, wie die dann erfolgen wird. Aktuell ist eben der erste Entwurf des Flächenentwicklungsplans vom 1. Juli 2022 und der zweite Entwurf vom 28. Oktober 2022 auf dem Tisch. Hier sind insbesondere Änderungen zwischen den Entwürfen vorgenommen worden zu technischen Aspekten der Netzanbindung und zu Entwicklungsmöglichkeiten der Wasserstoffproduktion, wozu ich in der Folge gleich noch kommen werde. Der finale Flächenentwicklungsplan für 2023, da ist die Veröffentlichung im Januar 2023 geplant. Bisher liegt es noch nicht vor und wir sind gespannt, welche Abweichungen sich da nochmal ergeben werden. Was ist in dem Stand 28. Oktober 2022 passiert? Es gibt eine erhebliche Gebietsausweitung, die den erhöhten Ausbauzielen gerecht werden soll und eine Umsetzung der Änderungen der Raumordnungsplanung 2021 vorsieht. Dann gibt es teilweise Abweichungen auch von dieser Raumordnungsplanung. Es gibt Erweiterungen gewisser Flächen und Schaffung neuer Gebiete. Dann Erweiterung der sonstigen Energiegewinnungsbereiche. Das ist insbesondere auch mit der geplanten Wasserstoffproduktion von Relevanz und Festlegung von Gebieten in der AWZ östlich der Schifffahrtsroute SN10. Was ist geplant für die neuen Entwicklungen im Flächenentwicklungsplan? Hier sollen vor allem neue Gebiete in Zone 4 und 5 und im Bereich SN10 festgelegt werden und zentrale Bebauung von SN10 und Randbebauung soll hier noch zusätzlich geregelt werden. So, hier haben wir einmal den Status quo abgedruckt, der in der Größe sicherlich jetzt schwer durch Sie entnehmbar sein wird. Deswegen haben wir hier nochmal einen kleineren Abdruck vorgesehen. Hier sehen Sie die zentral voruntersuchten Flächen einmal abgebildet und die nicht zentral voruntersuchten Flächen, die hier in Rede stehen. Genau, jetzt zu zentral voruntersuchten Flächen.
Bisher gab es bei zentral voruntersuchten Flächen nach der bisherigen Gesetzeslage einen Zuschlag in der Ausschreibung hinsichtlich EEG-Vergütung. Wir haben alle die 0-Cent-Gebote vor Augen, aber es gab zumindest dieses Regime, wo ich einen auf eine mir zu zahlende Vergütung geboten habe. Ab 2023 ist nun keine Zahlung von Marktprämie nach dem EEG mehr vorgesehen. Vielmehr enthalten die Paragraphen 55 fortfolgende des neuen Windenergie-auf-See-Gesetzes eine Abkehr von der staatlichen Förderung und nicht nur eine Abkehr davon, sondern es ist eine Entwicklung hin zur Zahlungsverpflichtung des Bieters für die Nutzung der Flächen. Ich werde also zukünftig nicht mehr 0 Euro Cent verlangen, sondern ich werde sagen, was ich bereit bin, für die Nutzung dieser Flächen zu zahlen. Hier hinsichtlich dieser Ausschreibung für die voruntersuchten Flächen muss ich zwei Komponenten in mein Gebot mit aufnehmen, die zusammen mir ermöglichen, insgesamt 100 mögliche Punkte zu erreichen, die dann über den Erfolg oder Misserfolg in der Ausschreibung für mein Gebot sprechen. Zum Schluss die höchste Punktzahl hat, ist hier privilegiert und bekommt den Zuschlag für die Nutzung des entsprechenden Gebiets. Diese 100 Punkte verteilen sich, anders als in der Vergangenheit, nicht nur auf monetäre Aspekte, sondern auch auf andere Aspekte. Wobei das Eintrittsgeld, also den Betrag, den ich bereit bin, für die Nutzung zu zahlen, 60 der 100 Punkte ausmacht. 10% davon ist der Betrag, den ich bereit bin, innerhalb der ersten 12 Monate nach der Vergabe zu zahlen als Eintrittsgeld. Und 90% entfällt darauf auf gestaffelt über die 20-jährige Nutzung. Darüber hinaus gibt es ein Novum, nämlich qualitative Kriterien, die zusätzlich für die Entscheidung herangezogen werden, die jeweils mit 10 Punkten bewertet werden. Diese vier qualitativen Kriterien sind zum einen der Beitrag der Dekarbonisierung des Ausbaus der Windenergie auf See. Da soll also bewertet werden, inwieweit die Entwicklung und die Installation dieses Offshore-Windparks kohlenstoffneutral stattfinden kann. Also die Betrachtung des Anteils von ungeförderten EEG-Strom sowie grünem Wasserstoff im Herstellungsprozess von Offshore-Turbinen wird hier berücksichtigt. Allerdings nur in diesem Herstellungsprozess, was nicht relevant ist, ist die zugelieferten Rohstoffe, zumindest nach der Gesetzesbegründung und den Beratungen dazu. Das heißt, bei einer engen Auslegung, so wie es dort drin vorgesehen ist, ist der Stahl, der für die Turbinen geliefert wird, nicht zu berücksichtigen, obwohl hier bei einer Stahlproduktion, insbesondere mit grünem Wasserstoff, wahrscheinlich das größte Sparpotenzial oder Klimaschutzpotenzial gegeben werde. Aber das soll explizit nicht hier relevant sein. Zweitens ist der Umfang der auf der Fläche erzeugten und über PPAs, langfristige PPAs an Unternehmen veräußerte Energie. Das soll einfach die Marktgängigkeit und die Vermarktung über unabhängige Verträge absichern und das belohnen. Also der Anreiz, möglichst große Energiemengen über langlaufende PPAs an Dritte zu verkaufen, bietet hier auch einen Vorteil in der Ausschreibung. Und die Maximalpunkte erhält eben der, der den höchsten Anteil an der Gesamtstromerzeugung, die erwartet wird, verkauft oder bereits ein feste oder Zusagen hinsichtlich des Verkaufs über PPAs hat. Wie wird das berechnet? Der Anteil an der Gesamtstromerzeugung, hier gibt es Regelungen im Gesetz, und zwar voraussichtlich zu installierende Leistung mal mittlere Volllaststunden in Höhe von 3.500 Stunden und Jahr über eine Betriebsdauer von 25 Jahren. Das legt das Gesetz fest. Wie ist das nachzuweisen? Durch ein Letter of Intent mit den Abnehmern über die Laufzeit und Menge.
Wahrscheinlich, das ist alles noch ein sehr offenes Thema. Und es soll, muss eine Lieferung an dritte Unternehmen sein, sodass eine Inhouse-Lieferung zwischen zwei Abteilungen nach unserem derzeitigen Verständnis ausgeschlossen ist. Dann haben wir den dritten qualitativen Punkt, der relevant ist für die Ausschreibung oder meinen Erfolg in der Ausschreibung. Das ist hier der Beitrag zum Naturschutz. Hier werden als Beispiele insbesondere Schallbelastung und Versiegelung des Meeresbodens genannt. Und dann habe ich noch einen vierten qualitativen Punkt. Das ist eine Fachkräftesicherung, ein bisschen auch vielleicht in der aktuellen Diskussion um Anreize in Amerika und anderen Ländern, hier Unternehmen anzulocken. Hier soll eben sichergestellt werden, dass derjenige, der hier erfolgreich in der Ausschreibung ist, auch an der Fachkräftesicherung sich beteiligt, Auszubildende. Und zwar ist hier der Anteil der Auszubildenden der Gesamtzahl der Beschäftigten relevant, die gewisse Voraussetzungen erfüllen. Sie merken, das ist alles noch sehr kursorisch und abstrakt, weil diese Kriterien jetzt eben im Gesetz definiert wurden, einem ja noch nicht sehr alten Gesetz, aber es auch noch keinen Fall einer Ausschreibung gab, wo man sich damit mal auseinandersetzen können. Viele sind unbestimmte Rechtsbegriffe, sodass wir erwarten, dass eine Definition dann später erst in den einzelnen praktischen Anwendungsfällen möglich ist. Im Moment kann man nur versuchen, sich dem zu nähern. Was ist die Ziel der Änderung des Ausschreibungsregimes? Hier ist zum einen die Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft der Bieter. Also zu dem Zeitpunkt, als die ersten 0-Cent-Gebote für Parks damals reinkamen, nach dem alten Regime, hat es vor den ersten 0-Cent-Geboten auch die wenigsten für möglich gehalten. Man möchte jetzt darüber hinausgehen, weil wir festgestellt haben, dass das durchaus ein Asset ist, eine solche Fläche bebauen zu können, für die Unternehmen bereit sind, auch zu zahlen. Und das soll hier eben genutzt werden. Und diese Zahlungen, die dann dafür versprochen und auch geleistet werden müssen, sollen eben genutzt werden zu 90%. Werden diese an den anbindungsverpflichteten Netzbetreiber gezahlt, und zwar zur Senkung der Offshore-Netzumlage. 5% da sollen in den Meeresnaturschutz fließen und 5% sollen als Subvention für umweltschonende Fischerei genutzt werden. So, Zuschlag nach Geldgebot und Qualität, hatte ich schon gesagt, ist neu. Es wird immer das beste Gebot innerhalb eines Kriteriums ermittelt und dann in Relation zu den anderen Geboten gesetzt. Die höchste Gesamtpunktzahl nach diesem Vorgehen erhält dann den Zuschlag. Bei Gleichstand bezüglich Punkten entscheidet dann der Gebotspreis. Bei identischen Gebotspreisen möglich zur Erhöhung der Zahlung wiederholen und bis ein Gebot das höchste ist. Also das ist eine neue Art des Ausschreibungsdesigns, das im Windenergie-auf-See-Gesetz 2020-Entwurf schon mal anklang, aber dort nicht durchgesetzt wurde. Das heißt, wenn ich mehrere gleiche Gebotspreise habe, dann wird die Bundesnetzagentur höher, also Zahlungen wie bei höhere Zahlungen vorsehen, und hier muss dann drauf weitergemacht werden. Es ist eine Sicherheit zu stellen, wie bisher, und zwar über 200 € je installierten Kilowatt. 25% hier sind bei Gebotsabgabe zu stellen an Sicherheit und 75% nach Zuschlag. Was passiert, wenn ich insbesondere bei den qualitativen Angaben falsche Angaben mache oder abweiche von meinen Planungsunterlagen im anschließenden Planungsgenehmigungsverfahren? Hier hat das BSH dann die Möglichkeit, das Verfahren zu beenden durch Bescheid, und die Pönale, die dann anfällt, ist 100% der Sicherheit, die ich stellen musste, wie zuvor beschrieben, verfallen. Und hier, das ist auch eine neue Regelung, diese Pönalenregelung. Da ist insbesondere unsicher, wann wir hier von einer wesentlichen
Abweichung sprechen können, wohl nur, wenn diese Abweichung im Planverfahren wesentlich ist. Konkretisierung dahingehend, wie auch hinsichtlich der vier qualitativen Regelungen, erwarten wir aber erst in den ersten Ausschreibungen, was natürlich ein erhebliches Risiko birgt, weil diese Sicherheit in Höhe von 200 € pro installierten Kilowatt ist dann natürlich, würde verfallen. Und bei den qualitativen Kriterien, die an sich sehr unklar definiert sind bisher und wo ich noch keinen Leitfaden habe, wenn hier bei der Realisierung später das eine oder andere nicht eingehalten werden kann, stellt sich tatsächlich die Frage, ob das diese drakonische Konsequenz des Verfalls der Sicherheit haben kann und in welchem Umfang. Aber wie gesagt, da befinden wir uns auch alle noch im theoretischen Rahmen derzeit. Es gibt Kritik an diesem Verfahren, das hier neu geregelt ist. Zum einen, dass es keinen Deckel gibt der Gebotswerte. Also wir laufen hier in die Gefahr eines Überbietungswettbewerbs, der sich zu einem negativ natürlich auf die Realisierungswahrscheinlichkeit auswirkt und damit gegenläufig zu dem erklärten Ziel des Ausbaus der erneuerbaren Energien steht, insbesondere der angenommenen höheren Werte, die wir erreichen wollen. Zum anderen werden die Kosten natürlich über die Vermarktung umgelegt. Das heißt, wir haben weiter steigende Energiekosten bei einem Überbietungswettbewerbs, was dem derzeit ja auch versucht wird, entgegenzuwirken und deswegen kontraproduktiv ist. Die vier Qualitätskriterien ermöglichen zwar eine ganzheitliche Betrachtung des Gebots, was ja immer kritisiert wurde, dass es eben nur über die finanzielle Regelung geht, aber keine anderen Themen hier von Relevanz sind. Sie sind jedoch stark auslegungsbedürftig, was Rechtsunsicherheit und damit Finanzierungsunsicherheit schafft. Sie sind auch im Vergleich schwierig zu erreichen, weil es eben wie immer bei qualitativen Kriterien und bei Ermessensspielräumen und offenen Rechtsbegriffen ich einfach nicht Äpfel mit Äpfel vergleichen kann immer, sondern teilweise auch in die Position kommen werde, mir die Vergleichbarkeit von Äpfeln und Birnen anzuschauen und inwieweit sich das auf das Gebot auswirkt. Zudem ist die Konkretisierung der Kriterien und Umgang im Zuschlagverfahren erst im Rahmen der ersten Ausschreibungsverfahren zu erwarten. Also gibt es jetzt keinen Katalog und wir erwarten jetzt auch nicht, dass es von der Bundesnetzagentur bis zur ersten Ausschreibung einen entsprechenden geben wird, der hier die Sichtweise der Behörde auf die einzelnen Kriterien und auf die einzelnen Begriffe, die darin jetzt im Moment im Gesetz verwendet werden, näher erläutert, sodass man sich bei dem Entwurf seines Gebots hier an etwas orientieren kann. Das sind jetzt einmal die zentral voruntersuchten Flächen. Wie gesagt, hier ist man davon ausgegangen, dass die nicht ausreichen werden, um die entsprechenden Ausbauziele zu erreichen und hat dementsprechend ein weiteres Regime für nicht zentral voruntersuchte Flächen hinzugefügt. Hier wird es auch eine Ausschreibung geben, die auf dem zentralen System beruht, wie wir es aus dem Windenergie auf See-Gesetz 2017 kennen und erstmalig dann 2021 für voruntersuchte Flächen bezugschlagt wurden. Also da bei diesem Design dieses Ausschreibungskriteriums ist zumindest ein Wiedererkennungswert hinsichtlich des alten Regimes gegeben. Das bedeutet, dass man das Marktprämienmodell gewählt hat und hier auf einen anzulegenden Wert bietet und bei Zuschlag dann Anspruch auf eine Marktprämie hat. Hier gab es ja auch dann die 0-Cent-Gebote, sodass die Marktprämie dann insoweit auch nicht relevant ist, aber das System bleibt das gleiche. Und anders als teilweise vorgesehen, ist man eben auch nicht auf ein Contract for Difference System eingestiegen, wie es mal ursprünglich angedacht war, sondern man ist bei dem alten System für diese nicht voruntersuchten Flächen geblieben, um auch die Unsicherheit, die damit in Verbindung steht, nicht auch noch in einem anderen in einem anderen Ausschreibungsdesign zu erhöhen. Was muss man in seinem Gebot angeben?
Also der Höchstwert, auf den man hier bieten kann, sind 6,2 Cent. Das ist im Windenergie-auf-See-Gesetz 2023 festgelegt. Wie bei Onshore im Dezember 2022 geschehen, kann die Bundesnetzagentur diese Höchstwerte aber auch, diesen Höchstwert aber auch anheben. Sie hat dazu, wie gestern erklärt, eine Kompetenz bei einer Steigerung der Kosten, insbesondere der Rohstoffkosten für Windenergieanlagen und damit zusammenhängende Installationen, eine Erhöhung des Höchstwerts durchzuführen. Die wurde sogar angehoben bis auf 25%, sodass hier ein Ermessen der Bundesnetzagentur vorgesehen ist. Man muss die Fläche definieren, auf die man bietet. Es kann nur auf eine ausgeschriebene Fläche ein Gebot abgegeben werden. Und das Gebot muss eben dem Ausschreibungsvolumen für diese Fläche entsprechen. Es dürfen aber mehrere Gebote für unterschiedliche Flächen abgegeben werden. Dann muss man einen Nachweis erbringen, dass für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren mindestens 20% des Ausschreibevolumens durch PPAs an Unternehmen vermarktet werden. Und das muss geschehen durch eine ein oder mehrere beidseitige unterzeichnete Erklärung mit einem anderen Unternehmen, dass zukünftig ein solcher PPA, ein solcher Liefervertrag abgeschlossen wird. Das ist natürlich rein vom Ablauf und vom Aufwand her ein erhebliches Kriterium, weil Sie müssen einen dritten, ein anderes Unternehmen, weil interne Lieferungen, hatten wir vorhin gesagt, werden diese Anforderungen nicht erfüllen, finden und im Gebotsverfahren, wo Sie noch nicht wissen, ob ein Zuschlag für Sie erteilt wird, die wesentlichen Punkte verhandeln und hier auch tatsächlich solche Absichtserklärungen dann von beiden Seiten unterschreiben. Dann ist hier eine Sicherheit zu hinterlegen, die allerdings nur 100 € pro Kilowatt, sich auf 100 € pro Kilowatt beläuft, der installierten Leistung, zu installierenden Leistung, Entschuldigung. Hier ist ebenfalls 25% bei Gebotstermin und 75% bei Zuschlag dann zu hinterlegen. Dann das Thema Null-Cent-Gebote hatte ich einige Male schon angesprochen. Was passiert, wenn mehrere Null-Cent-Gebote, weil hier gibt es ja nicht diese qualitativen Unterscheidungen bei den nicht zentral voruntersuchten Flächen. Da wird dann in ein dynamisches Gebotsverfahren eingeschwenkt. Das ist auch eine neue Neuerung anstelle des CFD, der hier mal vorgesehen war. Das heißt, es wird keine Losung mehr stattfinden, wie es früher der Fall war bei mehreren Null-Cent-Geboten. Sondern die Bundesnetzagentur wird hier in weiteren Schritten der Ausschreibung Gebotsstufen festlegen. Das heißt, sie wird Konzessionszahlungen definieren, die derjenige zu leisten hat, der darauf dann bietet, um die Fläche nutzen zu können. Da schwenken wir dann also im gewissen Maße auf das System der voruntersuchten Flächen ein, dass hier eben eine Zahlung zu leisten ist durch den Bieter. Hier ist eine Zustimmung der Bieter erforderlich, also der Bieter muss sich bewusst dafür entscheiden, das dann auch mitzugehen. Wenn es keine Zustimmung mehr gibt, also keiner bereit ist, eine solche zusätzliche Zahlung zu leisten, dann findet tatsächlich wieder eine Losung statt. Die Verwendung der Gelder, die aus einer solchen Konzessionszahlung, die daraus erwächst, entstehen, wird wie bei den voruntersuchten Flächen verwendet. Also einmal, um die Umlage zu reduzieren und dann diese 5,5% Aufteilung und die Unterstützung der nachhaltigen Fischerei und Meeresschutz. Die Bundesnetzagentur wird vor Bekanntgabe der Ausschreibung nähere Regelungen für diese Durchführung des dynamischen Gebotsverfahrens machen. Das heißt, wir werden im erste Hälfte diesen Jahres hier noch einige nähere Definitionen und Regularien erhalten. Dann mit der Erteilung des Zuschlags erhält der bezuschlagte Bieter das ausschließliche Recht,
zur Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens und zur Errichtung und zum Betrieb des Offshore-Windparks. Er hat bei diesen nicht voruntersuchten Flächen dann einen Anspruch auf die Marktprämie, wenn er denn mit einem positiven Gebot erfolgreich ist. Und er hat einen Anspruch auf Anschluss der Windenergieanlagen auf der jeweiligen Fläche an die im Flächenentwicklungsplan festgelegten Offshore-Anbindungsleitungen ab dem verbindlichen Fertigstellungstermin, der im ENWG definiert ist. Und zusätzlich eine zugewiesene Netzanbindungskapazität auf der hier im Flächenentwicklungsplan festgelegten Offshore-Anbindungsleitung. Dann möchte ich einmal auf das Thema Eintrittsrechte und Schädigung eingehen, das ja im letzten Windenergie-auf-See-Gesetz auch schon enthalten war. Also durch die Einführung in dem Windenergie-auf-See-Gesetz 2017 des zentralisierten Ausschreibungssystems, also Bieterverfahren mit Erhalt einer EEG-Marktprämie, wurden teilweise laufende Zulassungsverfahren eben endgültig beendet oder entwertet, weil davor gab es ja diese zentralen Untersuchungen noch nicht. Und einzelne Investoren, die hier schon versucht haben, eine Entwicklung vorzunehmen, deren Investitionen, insbesondere im Hinblick auf Voruntersuchungen, die ja durchaus erhebliche Kosten auslösen könnten, wurden eben frustriert. Und um diesen Konflikt dieses Vertrauensschutzes aus dem Weg zu räumen, wurde eine eigenständige Übergangsvorschrift geschaffen im Windenergie-auf-See-Gesetz 2017, die durch zusätzliche Ausschreibungen diesen Investoren die Möglichkeit geben sollten, doch noch Kapazitäten zu erlangen und so ihre Investitionen werthaltig zu machen. Problem: Es wurde seitdem weniger als 50% der Kapazität ausgeschrieben, die notwendig gewesen wäre, um diesen Projektinhabern die Fortentwicklung ihrer Projekte zu ermöglichen. Dementsprechend wurde dann eine teilweise Kompensation für solche Eintrittsrechte vorgesehen. Das war insbesondere dadurch gegeben, dass der bei einem bezuschlagten Bieter der vorige ehemalige Projektinhaber das Recht hatte, in den Zuschlag, wie er erteilt wurde, einzutreten, praktisch wie ein Vorkaufsrecht. Allerdings, der Großteil der Ende 2016 noch laufenden Genehmigungsverfahren wurden durch das neue Windenergie-auf-See-Gesetz zumindest jetzt kompensationslos beendet. Ende 2020 mit dem damals eingeführten neuen 10a gab es dann eine neue Entschädigungsregelung direkt gegen den Staat für solche Situationen, der sozusagen eine Kompensation darstellen sollte für die Informationen, die bereits gewonnen wurden und geteilt wurden hinsichtlich der voruntersuchten Flächen. Das wurde jetzt durch die Umstellung des Ausschreibungsverfahrens und des Ausschreibungsdesigns nachträglich erneut entwertet, denn gemäß 60.1 des neuen Windenergie-auf-See-Gesetzes gibt es Eintrittsrecht nur noch für Flächen in der Ausschreibung für voruntersuchte Flächen. Hierdurch kommt es erneut zu einem Eingriff in das Investitionsvertrauen der ehemaligen Inhaber von entwerteten Projekten. Um dieses im gewissen Maße aufzufangen, wurde hier ein neuer Entschädigungsanspruch in 10b eingeführt, der zum ersten Mal ein horizontaler Entschädigungsanspruch, also nicht direkt gegen den Staat, sondern gegen den erfolgreichen Bieter darstellen soll, für ehemalige Projektflächen, die nun als nicht voruntersuchte Flächen in die Ausschreibung gelangen, in denen ja auch die existierenden Informationen des ehemaligen Projektinhabers genutzt werden können, aber nicht mehr durch ihn selbst, wenn er keinen Zuschlag bekommt. Wird nun ein horizontaler Entschädigungsanspruch, also der ehemalige Projektinhaber kann gegen den erfolgreichen Bieter einen Schadensersatzanspruch geltend machen.
wie bisher unter 10a gegen den Staat. Allerdings unterliegen diese Regelungen, wie wir sie jetzt in 10a und 10b finden, erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Vereinbarung mit der Vereinbarkeit mit der Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja in 2020 entschieden, dass dieser Eingriff und das Verfall dieses Investitionsvertrauens so nicht verfassungsgemäß ist und dementsprechend ein Ausgleich geschaffen werden muss. Das Bundesverfassungsgericht hat hier vorgesehen, dass das negative Interesse ersetzt werden soll, also der Vermögensnachteil, der auf des ehemaligen Projektinhabers aufgrund des Vertrauens in die Rechtslage vor 2017 entstanden ist, insbesondere seine frustrierten Aufwendungen für Voruntersuchungen und ähnliches. Der 10a und 10b des neuen Windenergie-auf-See-Gesetzes bleibt dahingehend aber hinter diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zurück. Zum einen gibt es einen solchen Ersatzanspruch nur bei konkreter Verwertbarkeitsprognose der eingereichten Unterlagen. Entscheidet das BSH, ob das der Fall ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dem entgegen aber gefordert, dass es hier eine unwiderlegliche Vermutung gibt, dass diese verwertbar sind, also dass hier keine Möglichkeit existieren soll, zu sagen, dass diese Informationen nicht mehr genutzt werden können. Und weil diese Abstellung auf die Nutzbarkeit dem tatsächlichen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch und dem Schutzgedanken eben entgegensteht. Dem wurde aber nicht Rechnung getragen in dem neuen Gesetzesentwurf. Weiterhin ist die Zeitpunkt des Bewertung des Erstattungsanspruches muss der Zeitpunkt des Rechtsverlusts sein, gemäß Bundesverfassungsgericht. Die neuen gesetzlichen Regelungen stellen aber auf den Zeitpunkt der Voruntersuchung durch das BSH ab. Und wenn diesen beiden liegenden Zeitpunkten, zwischen denen durchaus Jahrzehnte liegen können, ein Wertverlust stattgefunden hat, so mindert der diesen Erstattungsanspruch, was gemäß Bundesverfassungsgericht so auch nicht sein dürfte. Wie geht man jetzt mit diesem Abweichung des aktuellen Gesetzes von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um? Wir könnten zum einen verfassungskonform auslegen. Fragt sich nur, warum der Gesetzgeber bei der Entwicklung dieser Paragraphen nicht gleich auf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt ist. Eine verfassungskonforme Auslegung, die sicherlich derzeit dem Wortlaut des Gesetzes widerspricht, ist die unwiderlegliche Vermutung der Verwertbarkeit von Unterlagen. Da muss der BSH sich dann am Ende des Tages positionieren. Und eine Entschädigung in Höhe des tatsächlichen Verlustes. Wir erwarten, dass es hier aufgrund der eindeutigen Gesetzeslage am Ende des Tages in Anwendungsfällen zu Streit kommen wird und am Ende des Tages wieder das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden wird müssen, dass die derzeitige gesetzliche Regelung wahrscheinlich so nicht tragbar ist. Kurz zu Genehmigungsverfahren und Anbindungsleitungen. Hier ist eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur Stärkung der Offshore-Windenergie durch Erklärung des Ausbaus auch dieser Anbindungsleitung als überragendes öffentlichen Interesses geregelt. Wir haben eine Umstellung des Planfeststellungsverfahrens für zentral voruntersuchte Flächen und Anbindungsleitungen auf ein Plangenehmigungsverfahren. Zudem wird eine Frist für den Abschluss des Planfeststellungsverfahrens von 18 Monaten eingeführt, innerhalb der BSH dieses Planfeststellungsverfahren zum Ende bringen muss. Dann die Offshore-Netzanbindungen sind vom Übertragungsnetzbetreiber nunmehr laut Regelung im ENWG umgehend zu beauftragen, sobald die auszuschreibende Fläche in den Flächennutzungsplan aufgenommen wird, um hier einen gewissen Vorsprung möglicherweise zu erreichen. Nicht genutzte Netzanbindungskapazität können durch eine Zuweisung an bereits angeschlossene WA auf See vergeben werden,
um hier auch einfach die Möglichkeit, mehr Strom, der ohnehin produziert wird, abzuführen, zu erhalten. Auf diese Offshore-Realisierungsvereinbarungen der Bund, Länder und Übertragungsnetzbetreiber, in dem es zur Festlegung von Zeitplänen gekommen ist, hatte ich vorhin schon mal einmal kurz berichtet. Dann ein kurzer Ausflug, aber wirklich nur kurz, weil, wie gesagt, haben wir zum Thema Wasserstoff, grüne Wasserstoffprojekte, eine eigene Veranstaltung in unserer Energy Update-Reihe. Aber es gibt eben spezifische Entwicklungen für den Offshore-Bereich, die ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten will im Zusammenhang mit Offshore. Es gibt Regelungen, spezifische Regelungen für Wasserstoffprojekte offshore, die zur weiteren Dekarbonisierung beitragen sollen. Erstmalig 2023 soll es hierzu auch eine Ausschreibung geben, also bereits in diesem Jahr. Das Bundeswirtschaftsministerium kann dann durch Rechtsverordnung zur Ausschreibung von Elektrolyseuren schaffen. Diese Rechtsverordnung wird im Frühjahr 2023 erwartet. Es gibt hier derzeit eine Konsultation. Es gibt ein Eckpunktepapier, Förderrichtlinie Offshore-Elektrolyse, das auf der Webpage des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlicht ist und derzeit Stellungnahmen eingeholt werden, die dann Grundlage für diese Rechtsverordnung sein sollen. Was soll ausgeschrieben werden? Es soll eine Ausschreibung von systemdienlichen mit Elektrolyseuren erzeugten grünen Wasserstoff erfolgen. Der Umfang soll 500 Megawatt installierte Leistung jährlich ab diesem Jahr betragen bis zum Jahr 2028, wobei entweder auf die installierte Leistung von Elektrolyseuren oder die erzeugte Wasserstoffmenge oder eine Kombination von beidem abgestellt werden kann. Also hier müssen wir auch mal gucken, wie die genauen Regelungen denn der Verordnung aussehen werden. Und wir erwarten in dieser Verordnung zudem Konkretisierung der Systemdienlichkeit hinsichtlich Standort, Betriebsweise und so weiter und Anforderungen an den Bezug des eingesetzten Stroms. Hierzu werden wir nochmal spezifisch in unserem Webinar dann im Februar 2023 hinsichtlich Wasserstoff eingehen. Diese Projekte, die für die grüne Wasserstoffproduktion dienen sollen, werden im sogenannten sonstigen Energiegewinnungsbereich SEN1 in der AWZ also angesiedelt sein. Hierzu wird dieser Bereich vergrößert. Es sind derzeit keine Rohrleitungsstraßen im FEP festgelegt. Es ist geplant, aber noch nicht verbindlich vorgesehen, dass diese Entwicklung dieser Elektrolyseure und für den Abtransport des erzeugten Wasserstoffs dann über die Europipe 1 erfolgen kann. Hier sehen Sie nochmal einen Ausschnitt aus der Karte, wo das festgelegt wird und die neu festgelegte Größe des Gebiets. Eine weitere Neuerung im Windenergie-auf-See-Gesetz 2023 ist dann die Einführung von Industriestrompreisen. Hierzu gibt es derzeit auch nur eine Verordnungsermächtigung, und zwar in § 96a1 Nummer 11 des neuen Windenergie-auf-See-Gesetzes. Darin wird die Bundesregierung ermächtigt, per Verordnung mit Zustimmung des Bundestags die Änderung der Ausschreibungsbedingungen für zentral voruntersuchte Flächen vorzunehmen und Contracts for Difference einzuführen. Das bedeutet für solche Industriestromthemen, dass Betreiber langfristige PPAs mit Industrieabnehmern zu einem Festpreis abschließen können, wobei der Preis dann in der wettbewerbsrechtlichen Ausschreibung ermittelt würde und das Verfahren dann so ist, dass wie bei dem klassischen CFD-System,
Sobald der Marktwert des Stroms niedriger ist, die Differenz vom Staat ausgeglichen wird und höher dann ein entsprechender Überschuss an den Staat auszukehren war. Also haben wir über die Hintertür, über diese Verordnungsermächtigung für einen spezifischen Bereich nunmehr doch das CFD-Konzept vorgesehen, wo der Gesetzgeber sich also nicht durchringen konnte, das als Standardprozedere einzuführen, aufgrund auch eines Streits in der derzeitigen Regierungskoalition, ist jetzt ein Kompromiss geschlossen, dieses System über einen Umweg der Verordnung für bestimmte Szenarien, nämlich Industriepreisstrom, vorzusehen. Zum Ende möchte ich jetzt nochmal zur Erlösabschöpfung, die ja durchaus auch hier relevant ist, nach dem Strompreisbremsengesetz etwas sagen. Hier haben wir, das war einer der letzten Gesetzesentwürfe, die wir gesehen haben, im November, der bis Anfang November noch jeder darüber spekuliert hat, wie das denn umsetzbar sein könnte und würde. Entsprechend kurzfristig und aus meiner Sicht schlecht ist es dann auch erfolgt. Das Ganze basiert auf einer Entscheidung, auf einer EU-Verordnung vom 6. Oktober 2022 als Reaktion auf hohe Energiepreise, insbesondere ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Diese EU-Verordnung soll durch alle Mitgliedstaaten in Form einer Strompreisbremse und weitere Maßnahmen bis Ende 2022 zwingend umgesetzt werden. Dem hat der deutsche Gesetzgeber dann auch Rechnung getragen. Er hat am 25. November 2022 hat die Bundesregierung, das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt, das Strompreisbremsengesetz. Das würde dann auch noch letztes Jahr durchgepeitscht. Am 16. Dezember haben wir die Zustimmung des Bundesrats zu diesem Thema bekommen, zu diesem Gesetz bekommen. Teil dieses Strompreisbremsengesetzes ist eben eine Erlösabschöpfung, die ja immer diskutiert wurde und die sich auch in Grundzügen in den ersten Papieren dazu wiederfand hinsichtlich Refinanzierung einer Strompreisbremse. Diese abgeschöpften Erlöse sollen dem dienen. Hier wurde jetzt festgelegt in Paragraph 13 fortfolgendes Strompreisbremsengesetz, dass eine Erlösabschöpfung im Zeitraum 1. Dezember bis 30. Juni 22 bis 23 erfolgt. Wir haben also eine echte Rückwirkung dieser Abschöpfung. Wobei echt mir wahrscheinlich juristisch jetzt man darüber streiten könnte. Diese Abschöpfung kann durch Rechtsverordnung auch noch verlängert werden bis zum 30. April 2024. Was wird abgeschöpft? 90% der Überschusserlöse. 10% sollen beim Anlagenbetreiber verbleiben, was als Anreiz des Anlagenbetreibers dienen soll, trotzdem die Anlagen zu fahren, wenn eben die Preise besonders hoch sind und der Strom gebraucht wird. Wer ist betroffen? Es sind alle erneuerbaren Energienanlagen betroffen mit einer installierten Leistung von mehr als 1 Megawatt. Hier ist auch die Anlagenzusammenfassung zu beachten und auch Anlagen in der geförderten Direktvermarktung, obwohl es hier keine Mehrerlöse geben kann. Nicht erfasst ist Biomethan, Strom, der nicht in ein Netz eingespeist wird. Alle Speicherlösungen, also Strom, der vor der Netzeinspeisung zwischengespeichert wurde oder Strom aus Stromspeichern, die gefüllt werden mit Strom oder Eigenerzeugung bzw. Eigenversorgung, das soll nicht erfasst werden. Wer haftet bzw. verantwortlich für die Zahlung dieser Überschüsse? Das ist neben dem Betreiber der Anlage auch dessen Gesellschafter und verbundene Unternehmen. Damit sollen Umgehungstatbestände oder Strukturen ausgeschlossen werden, die alle diese Personen oder Unternehmen haften als Gesamtschuldner. Das heißt, der Gläubiger kann sich insoweit auch aussuchen, gegen wen er diesen Anspruch geltend macht. Was, glaube ich, auch ein Novum ist, indem man hier Gesellschafter mit einbezieht in diese Haftung. Dieser Überschuss ist eben, oder die Meldung auch und die Verpflichtung nach dem Strompreisbremsengesetz sind hier auch bußgeldbewehrt.
Je nach Art der Ordnungswidrigkeit zwischen 100.000 und 1 Million Euro können hier als Bußgeld festgesetzt werden. Und bei juristischen Personen ist weiterhin ein umsatzabhängiges Bußgeld möglich, das zwischen 1 und 8% des weltweiten Umsatzes liegt, des Vorjahres liegt, je nach Verstoß und insgesamten Umsatz des Unternehmens. Also hier sprechen wir von sehr erheblichen Größenordnungen. Wie ist dieser Überschuss zu zahlen? Also im Berechnungszeitraum passiert jeweils quartalsweise, beziehungsweise zunächst 1. Dezember 2022 bis 31. März 2023 sind hier 4 Monate erfasst. Nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums hat der Anlagenbetreiber den abzuschöpfenden Betrag selbst zu berechnen und an den Netzbetreiber zu melden. Tut er das nicht, Bußgeld behaftet, wie zuvor dargestellt. Zahlungsbetrag ist fällig dann der gemeldete innerhalb von 5 Monaten nach Ende des Abschöpfungszeitraums. Die Zahlung muss an den Netzbetreiber erfolgen, an den die Anlage abgeschlossen ist. Und die Aufsicht führt die Bundesnetzagentur. Und Bußgelder erhebt die Bundesnetzagentur bzw. das Bundeskartellamt bei Falschangaben und Fehlzahlungen. Das heißt, es wird zum einen die Ermittlung dem Anlagenbetreiber auferlegt und wenn er Fehler macht, schwebt auch immer das Damoklesschwert des Bußgelds über ihm. Also muss man hier sehr große Gewissenhaftigkeit an den Tag legen bei dieser Ermittlung. Hier einige Definitionen, die relevant sind. Also zum einen ist der Verkauf am Terminmarkt, da geht es um die Planbarkeit im Spotmarkt bei Überschusserlöse ist definiert als der Erlös, die am Markt erzielt werden, die über den technologiespezifischen Referenzwert, die technologiespezifischen Kosten, das sind die variablen und fixen Kosten, liegen. Und es gibt eine gewisse Sicherheitszuschläge bei diesen Referenzkosten, die dann für die Berechnung relevant sind. Hier haben wir jetzt Ihnen einmal versucht, das auf einem Slide darzustellen. Sie sehen, wir haben hier insbesondere bei den Referenzkosten, die hier abgezogen werden, unterschiedliche relevante Sicherheitszuschläge und Werte, je nachdem der Vermarktungsart, geförderte Direktvermarktung, sonstige Direktvermarktung, kein Förderanspruch, ausgeförderte Anlagen, Windenergieanlagen auf See und bei Anlagen, die über PPAs vermarktet werden. Der Referenzerlös ist der Monatsmarktwert pro Kilowattstunde bei PV und Wind, beziehungsweise beim Spotmarktpreis bei anderen abzuschöpfenden Technologien oder der tatsächlich anfallende Erlös aufgrund PPAs, wobei es da auch relevant ist, dass Sie entweder die Anlage nach dem 1. November 2022 in Betrieb genommen haben, beziehungsweise für Altanlagen den PPA vor dem 1. November abgeschlossen haben, weil ab dann sagt man, wussten Sie davon und es gibt keinen Vertrauensschutz mehr. Und Sie dürfen den PPA dann auch nicht entsprechend ändern. Es gibt noch gewisse Anpassungen, die sehr kompliziert sind für Hedging- und Absicherungsgeschäfte, auf die ich jetzt aufgrund der Zeit nicht im Einzelnen eingehen möchte, aber wo wir gerne Ihnen auch weiterhelfen können, wenn Sie dazu Fragen haben. Ausblick. Wir erwarten aufgrund der Schnelle und der offenen Themen und Probleme im Windenergie auf See-Gesetz eine weitere Überarbeitung. Die Branche fordert die Streichung dieses Eintrittsgelds wegen Belastung der Verbraucher über Strompreis. Ob das erfolgen wird, weiß man nicht. CFDs wird als wichtiges Förderungsinstrument gefordert, ist ja jetzt über diesen Umweg für gewisse Konstellationen eingeführt, aber eben nicht generell. Und Abschaffung dieser Überschussabschöpfung wird, glaube ich, generell überwiegend gefordert, zumindest mal eine Nichtverlängerung, wobei ich dann nicht guter Dinge bin, wenn einmal so ein Konzept eingeführt wurde, dann wird das wahrscheinlich auch längst möglich genutzt. So. Jetzt Fragen. Bin ich leider, habe ich meine Zeit komplett ausgenutzt. Aber ein, zwei Fragen, wenn Sie denn noch Zeit haben, würde ich gerne beantworten, sodass ich ja,
Bevor ich mich aus dem Staub mache, die restlichen Fragen beantworten wir gerne im Nachgang. Genau, ich kann gleich anfangen. Ich muss nur kurz sortieren. Erstmal danke schon mal für das erste Webinar, für den ganzen Teil. Ist halt auch ein halbwegs kontroverses Thema mit den ganzen Sachen. Daher, wenn Sie Fragen haben, können Sie jetzt gerne stellen oder auch notfalls gerne auch im Nachhinein, weil das ist natürlich ein recht kompliziertes Thema. Erste Frage vorweg geht an die voruntersuchten Flächen. Wie erfolgt die Zuteilung der Punkte für qualitative Kriterien in der Ausschreibung von voruntersuchten Flächen? Ja, also das ist ein relativ komplexes Situation, insbesondere weil das ja nicht immer vollständig vergleichbar ist, wie ich dargestellt hatte. Also die Berechnung der Bewertungspunktzahl eines Bieters folgt bei allen Kriterien, indem man zunächst das Gebot innerhalb des jeweiligen Kriteriums ermittelt. Also beispielhaft für die Fachkräftesicherung das Gebot, wer die höchste Auszubildendenquote aufweist, dann wird dieses Gebot erhält dann die Höchstpunktzahl. Und für die weiteren, für das jeweilige Kriterium und davon ausgehend werden dann die anderen Gebote in ein Verhältnis gesetzt und die jeweilige Bewertungspunktzahl der anderen ermittelt. Und eben in Relation zu dem Höchstgebot. Und das wird dann entsprechend für alle diese Kriterien gemacht und zusammengezählt. Also ich muss jeweils kriteriengemäß innerhalb des Kriteriums erstmal ermitteln und dann addieren. Okay, dann die nächste Frage. Ich mal kurz hier durchscrollen. Geht um den Abschluss eines PPA. Welche Voraussetzungen sind an den Nachweis für den Abschluss eines PPA als Kriterium in der Ausschreibung zu stellen? Das ist ein schwieriges Thema, weil, wie gesagt, dazu haben wir auch nur einige Regelungen jetzt im Gesetz. Zunächst war in den Gesetzesmaterialien hier eine bloße Absichtserklärung vorgesehen. Nunmehr fordert aber das Windenergie auf See-Gesetz eine oder mehrere beidseitig unterzeichnete Erklärungen. Das heißt, es wird auf jeden Fall über eine Absichtserklärung hinausgehen müssen. Es wird so eine Art Letter of Intent gefordert sein, wo man sich zumindest über die grundlegenden Daten einmal unterhalten und diese auch vereinbaren wird müssen, also Menge, Preis, Laufzeit. Und dann wird man auch hier für jeden eine Unterschrift beibringen müssen. Wie das im Einzelnen dann ausreichend ist oder auszusehen hat, wie gesagt, da schwimmen wir im Moment alle. Wir haben nur diese Informationen, die hier vorgesehen werden. Also es muss mehr als eine Absichtserklärung sein. Ob das jetzt rechtsverbindlich sein muss, schon hinsichtlich des Abschlusses. All diese Themen sind offen. Es muss schriftlich sein. Es muss mit einem externen Dritten sein. Ob diese PPA-Anforderungen, wie die das BSH und dann relevant auch die Bundesnetzagentur am Ende des Tages sieht, das bleibt abzuwarten. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt 5 Minuten überzogen. Ja. Ich denke, wir werden auf jeden Fall Ihre anderen Fragen versuchen, Ihnen noch schriftlich zu beantworten. Und sollten dir das nicht ausreichen oder sollten Sie weitere Nachfragen dahingehend haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie auf uns zukommen, das persönliche Gespräch mit uns suchen, sodass wir da mit Ihnen dann auch bestmögliche Lösungen für Sie arbeiten können. Genau, und nochmal der Vielen Dank. Hinweis an alle, dass die Präsentation und die Aufzeichnung werden nochmal an alle Personen geschickt. Wenn Sie kurz Zeit haben, nach dem Webinar kommt noch ein Pop-up mit einem kleinen Feedbackbogen. Würden uns freuen, wenn Sie gerne nochmal antworten könnten. Ansonsten ja, genau, vielen Dank und ja, allen Zuhörern und Daniel, dir einen schönen Tag noch heute. Danke dir auch und Ihnen allen.